Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Sorien mit Gabriel Hallo. und mir, der Lumi. Es ist gerade Sonnenuntergang, das heißt, wir werden uns gleich hinlegen, ein wenig schlummern. Noch eine kleine Randanmerkung von mir. Nicht wundern, wenn die Stimme ein bisschen sich anders anhört. Ich bin noch ein wenig angeschlagen und nein, vorab kein Corona, also keine Panik. Ganz normale Grippe, nichts Weltbewegendes, nichts Schlimmes. Aber das Medikament, das ich aktuell nehme, geht leider auf die Stimmbänder ein bisschen. Von daher, ja, höre ich nämlich vielleicht ein wenig kratzig an. Das Krokodil hat hier gerade sehr cool gejagt. Ja. Wollte ich nur mal ansprechen. Falls ihr euch fragt, wieso ich so fasziniert auf den Fluss gestarrt habe. Krokodile, die einzigen mit einer hundertprozentigen Erfolgschance am kleinen Tier. Hey, ignorier mal die Pachis nicht. Aber ich bin ja jetzt da, dass die Erfolgschance ist jetzt nur noch bei 99,9%. Ui, ein Twig. Wo wir gerade auch schon beim Thema wären. Es gab nämlich einen Devlog. Überraschend. Ja, sehr überraschend, Mensch, alle 2 Wochen. Ja. Ja, der Inhalt. Der Inhalt ist, Henry ist der Meinung, fertig zu sein, bis auf die Bugs. Ja, er meinte, ja, ist ja gut, ich wollte ein bisschen neben dir herlaufen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum du deine Weibchen zurücklässt. Weißt du, du hast deine Weibchen vergessen. Ich glaube, der haut ab. Ja, der Der kann geht Bock mehr. Zigaretten holen. Ja, er meinte, es gibt nur noch Bugs und halt so ein paar lose Enden, die man halt noch machen muss. Und ansonsten ist er soweit fertig, denn er hat jetzt sich um die ja, Männchen-Revierkämpfe im Prinzip gekümmert beim Trike, wenn sich die Trikes gegenseitig herausfordern. Wie genau das abläuft, das war im Prinzip so sein Inhalt für den Devlog. Das war ein bisschen früh, oder? Es tut mir leid. Red doch einfach mal weiter. Und ja, im Prinzip ist es wie ein normaler Kampf. Also man hat keine besondere Kampftechnik oder Fähigkeiten, Funktionen, sondern es ist einfach der übliche Trike-Kampfstil. Und die restliche Herde wird währenddessen ein bisschen drumherum stehen, mehr oder weniger, ab und an ein bisschen rufen und halt zugucken, damit es nicht ganz so seltsam ist, dass sie währenddessen noch weiter rumwandern und dann am Ende irgendwie zwischen die Männchen noch geraten oder andere Unglücke geschehen. Es gibt halt einfach Schaulustige. Genau. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja. Und die Delphodon. Also das mit der Herde finde ich eine ziemlich gute Lösung. Die Lösung mit dem Kampf finde ich mal gut. Hätte man anders lösen können, aber ich glaube, Henry möchte auch einfach momentan einfach fertig werden. Ja, es ist natürlich eine einfache Lösung. Man hätte da noch eine andere Technik einbauen können. Man hätte noch mehr mit den Hörnern zum Beispiel arbeiten können. Gut, hat er sich jetzt dagegen entschieden. Ich sehe es mal so. Kann ja noch kommen. Genau, also Also. vielleicht, ja, setzen Sie sich nochmal dran oder was auch immer. Schauen wir mal. Also, Jetzt so für den Anfang, damit er spielbar ist, finde ich es völlig auf ausreichend. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es wäre ja wünschenswert, wenn das auch die Priorität inzwischen bei den Entwicklern ist. Hauptsache, er ist spielbar. Ach, nach einem Jahr? Ach, komm schon. Müssen nur noch ein paar Bugs gemacht werden. Was hatte Birk gesagt? 6 Wochen schätzt er? Ja, wohlgemerkt kommt er dann erst in den Public Testing Branch. Nicht, dass ihr Naja. jetzt denkt, nur noch ein paar Bugs und er ist draußen. Nee, Nee, nee. nee, nee, Er nee. wird dann natürlich noch getestet. Richtig. Ja, genau. Bei Henry meint er halt so, das mit der KI wäre kein Problem, das so zu programmieren. Er muss halt noch gucken, wie es aussieht mit den Spielern, wie er das auf die Reihe bekommt. Und da hat er mal wieder seinen beliebten Kreis ausgepackt. Ja, denn also die Schwierigkeit ganz konkret ist halt, wenn der Spieler sich zurückzieht, weiß die KI nicht, dass sich der Spieler zurückzieht. Und damit die KI das aber mitbekommt, gibt es eben wieder den Radius. Und wenn der Spieler weit genug von der Mitte der Herde entfernt ist, dann checkt auch das herausfordernde Männchen in dem Fall, oder vielleicht auch nicht das herausfordernde, sondern das angegriffene Männchen, dass er sich zurückzieht und greift dann nicht weiter an. Dann kann sich auch ein Spieler lebend noch aus dem Kampf retten und es ist kein Kampf auf Leben und Tod. Was auch schwachsinnig wäre, weil Eben. du schwächst deine eigene Herde dadurch und
tödliche Kämpfe zwischen Tieren ist, wenn man sich so unsere Tierwelt anguckt, zumindest bei den Säugetieren, eher selten tödlich. Es gibt tödliche Kämpfe, natürlich, klar, das kann immer mal passieren. Ich glaube, Flusspferde verletzen sich ziemlich oft tödlich. Aber abgesehen davon, ist es halt so... Ja, zu Unfällen kommt es immer mal. Ja, richtig. Und wo wir gerade dabei sind mit tödlich, Henry hat sich entschieden, oder allgemein wurde entschieden, dass sie doch ein bisschen weiter weg von der Natur gehen in der Hinsicht und sagen, dass Jungtiere, die quasi vom anderen Männchen sind, nicht umgebracht werden. Ich kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen, weil stellt euch mal vor, ihr werdet Anführer einer Gruppe und eure erste Aufgabe besteht darin, die Jungtiere umzunieten. Ja, welcher Spieler möchte das unbedingt machen? Also. Ja, also kann ich nachvollziehen. Wäre jetzt auch nicht so mein Lieblingstätigkeit. Ja, außerdem finde ich das auch echt nicht schlimm. Denn so richtig mit Fortpflanzung und so ist es ja eh noch nicht im Spiel. Ja, deswegen. Also, so streng muss man dann auch nicht sein. Nee, man muss es... Also, es ist immerhin noch ein Spiel, ja. Und die Menschen reagieren doch ein wenig anders. Ui, ich bin beeindruckt. Pünktlich zum Sonnenaufgang habe ich mir mein Frühstück organisiert. Und die Menschen reagieren dann doch nochmal ein bisschen anders auf Gegebenheiten, als jetzt ein Tier reagieren würde. Ja. In dem Löwenrudel wäre es klar, neue Löwe, alle Jungtiere tot, wenn die Mutter sich nicht mit dem Jungtier davon macht. So sind wir einfach nicht. Nee. Also von daher... Und in einem... Also es gibt gewisse Grausamkeitslevel, die braucht man im Spiel einfach nicht. So, genug darüber geredet. Der nächste Punkt. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Okay, Entschuldigung. Aber das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Vor lauter Freude, dass ich hier meinen Orni gelegt habe, ist mir das entglitten. Aber vielleicht fällt es mir ja später nochmal ein. Genau, kannst du ja einfach dazwischen werfen. Genau. Denn es ging nicht nur um den Trike, denn damit dieses Update rauskommt, so wie sie es ja geplant haben, ist ja noch was ganz anderes elementar wichtig. Und zwar, dass die Biome soweit stehen, die dann mit dem Update rauskommen sollen. Und zwar das Redwood-Biom. Das ist jetzt fertig. Das ist doch schon mal sehr cool. Das heißt, Sumpf und Redwood stehen mit den neuen Pflanzen und verbesserten Texturen und allem drum und dran. Und für die Kiffer unter euch, es hat auch eine Hanfpflanze ins Spiel geschafft. Yay! Juhu! Exakt, da haben sie auch an den Texturen schon gebastelt und soweit ich weiß, kommt die auch in die Redwoods rein. Mhm. Aber jegliche medizinischen Effekte sind nicht im Spiel. Also nein, weiß man aber auch gar nicht, ob die Pflanze diese Effekte exakt hatte. Exakt, deshalb spart man sich das. Genau. Aber als nächstes ist die Lichtung dran und da arbeitet dann Jake schon mal ein bisschen wieder. Mhm. Das heißt, wenn dann das Update mal draußen sein sollte, wäre wahrscheinlich, falls sie das irgendwie getrennt machen oder so, das nächste Biom-Update dann mit der Lichtung. Du bist übrigens satt und verdurstest nebenbei. Weil ich esse gerade so schön. Ich finde ja, man sollte sein Frühstück aufessen. Das ist aber ein großes Frühstück. Ja, ich hatte Hunger. Aber du hast recht, zum Frühstück sollte man auch was trinken. Mhm. Ich hatte zwar gerade schon ordentlich viel Kaffee, aber das zählt ja im Spiel nicht als Kaffee. Ja. Und Kaffee löscht bekanntlich ja nicht wirklich Durst. Aber das fände ich trotzdem noch wunderschön, wenn sie es irgendwann einbauen würden, dass der Dakota Raptor oder auch der Rex beispielsweise dann nachher einen gewissen Teil der Feuchtigkeit über die Nahrung einnehmen würden. Ja, das wäre auch cool. Das stimmt. Ich mag den Strand. Mhm. Ich weiß, wir treiben uns da in letzter Zeit recht viel rum, weil ich immer wieder dahin zurückgezogen werde. Magisch. Mhm. Ja, die Karte ist jetzt auch nicht so riesig. Naja, also sind wir mal ehrlich, wir waren schon an jedem Punkt auf dieser Karte. Also ist jetzt nicht so, dass wir euch hier was Neues zeigen können. Umso gespannter. Nein, also was? Ach so, nein, natürlich, wir waren da hinten links, waren wir ja noch nie. Oh, ein anderer Raptor. Dann mache ich mal einen Bogen um dich rum. Ich will nicht, dass du mich angreifst und ich will dich nicht angreifen.
Du machst den Bogen schon von dir aus? Na, das ist doch super. Nein, mach den nicht. Dann sind wir uns wohl nicht einig, alles klar. Ich wollte doch nur kurz zum Strand und dabei nicht verdursten. Der veralbert mich doch. Ja. Aber umso gespannter bin ich dann eben auf das Update mit dem Redwood- und Sumpfbiom, das ja dann ganz anders wird. Also, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich bin einfach gespannt. Also, ein neuer Look in die Welt finde ich schon schön. Ja, freue ich mich drauf. Dass es so grundlegend abgelehnt wurde von Hendrik, glaube ich, war das, dass die Map jemals größer wird oder es eine neue Map gegeben wird oder ähnliches, fand ich ein bisschen schade. Ja, vor allem, also, vielleicht überlegen sie sich das ja nochmal, aber wenn man dann einen Rex spielt, Ja, das sind so zwei Schritte, einmal über die Map fertig. Dezent uninteressant, würde ich sagen. Ja. Weil du hast ja auch, also niemand bedroht dich so wirklich. Du kannst einfach alles platt machen und du bist in 5 Sekunden einmal quer über die Map gelaufen. Ja. Warum solltest du einen Rex lange spielen wollen? Also ich rede natürlich von einem ausgewachsenen Rex. Ja, also es kann halt schwierig sein, als Baby-Rex am Leben zu bleiben. Ja. Das ist okay, das ist die Herausforderung, aber als erwachsenes Tier, ja, Also, wow. Dann der Survival-Aspekt weg. Ja, da sehe ich dann halt auch ein bisschen das Problem, wenn die Map auch noch so klein ist, dann hast du nicht mal irgendwie so Entdeckersachen. Ich fände es auch cool, wenn es dann Bereiche gäbe, wo zum Beispiel nur der Rex hin kann, aus irgendwelchen Gründen. Mal das jetzt nicht unbedingt. Ja, weil du halt, naja, aber mal gucken, wie es überhaupt wird, wenn sie irgendwann mal am Rex arbeiten. Also, oder ob das einfach nur ein großer Dakota-Raptor wird. Ja. Also ihr Modder da draußen, wetzt schon mal die Tastatur. Ich weiß, ihr könnt das. Ich habe jetzt direkt einen Schleifstein im Kopf, so einen richtig großen, fetten, wo jemand seine Tastatur ranhält und die einzelnen Tasten fliegen. Ja. Und danach kann man sie wegwerfen. Also nicht zu Hause nachmachen. Sollen wir nochmal einen Orni jagen? Kannst du machen. Aufscheuchen kann man sie auf jeden Fall. Ja, das Aufscheuchen macht immer so viel Spaß. Flieht, ihr Narren! Die fliehen nicht weit genug. Da würde ich nochmal nachsetzen. Es ist auch so schön, dass sie halt sich so auseinandertreiben lassen. Ja, ja, aber sie halt finden sich auch wieder. Ja, aber dass man halt ein Tier separieren kann und dann halt auch vernünftig jagen kann. Und zurück zur Herde jagen kann. Und dann die ganze Herde wieder jagt. Geht doch nichts über ein bisschen Orni-Sport am Strand. Ein Orni-Raptor. Also Orni-Raptor. Quasi als Schäferhund-Ersatz. Ey! Ich glaube, das funktioniert nicht gut. Die hören nicht genug auf mich. Ja, das hätte ich ordentlich durchgesetzt. Sie akzeptieren mich einfach nicht. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Ja, ich erwische ihn auch gar nicht. Ah, jetzt. Ach ja, ein Orni am Strand. Etwas, was man momentan nicht erleben kann. Ja, also sprich, schön zu Hause bleiben aktuell. Ja, das stimmt. Aber den Strand kann man jetzt nicht gerade erleben. Irgendwie fühlt man sich doch schon ein bisschen veralbert, oder? Das Wetter ist traumhaft toll. Und dann jetzt aktuell die Situation und man muss zu Hause bleiben. Und bleibt bitte zu Hause, das ist echt kein Spaß. Ne? Man braucht keine Panik haben, aber Anweisung halten ist schon nicht so verkehrt. Was ist denn hier kaputt gegangen? Was denn? Du findest diese Pflanze nicht seltsam? Ach so, du meinst, weil jetzt hier irgendwelche Blätter schweben? Nein. Die wollten mir das als jungen Baum verkaufen. Jede von denen sieht so aus, das ist mir noch nie aufgefallen. Wir waren offensichtlich zu lange nicht mehr am Strand. Ich meine, guck dir das an. Stimmt. Das ist ja furchtbar. Das ist ja schrecklich. Wir waren wirklich zu lange nicht mehr hier. Ich meine, im Vorbeilaufen, vor allem wenn ich immer so fällt spiele, das nicht auf. Fällt es nicht so richtig auf, aber ich meine... Ja, ja. Man kann es nicht leugnen, ne? Ich habe eine Ahnung, warum sie die Biome überarbeiten.
Ach Quatsch, die Pflanzen hier sind doch tippitoppi. Ich bin gespannt, wie der Strand dann mal aussieht. Mhm. Aber ich muss mal wieder zurück zum Fluss. Lauf jetzt mal wieder zurück. Ich laufe auch wieder genau zu dem gleichen Fluss zurück, denn auch wenn wir überall schon waren und ich weiß, da hinten kommt dann der Salzsumpf mit der sumpfigen Ecke, an der man trinken kann und so. Ich möchte unbedingt zum Fluss. Vorher kommt sowieso noch der andere Fluss. Aber naja. Ich habe halt trotzdem noch Respekt vorm Strand. Ja, man verdurstet mir einfach ein bisschen zu schnell. Das stimmt. Man kann ja dann als Rex die Strandspaziergänge machen. Ja, wer weiß, wie schnell der verdurstet. Ja, der kann doch dafür aber auch mehr trinken. Das sollte sich doch dann wieder ausgleichen. Hm. Vielleicht kriegt er einen Kamelhöcker oder so. Er speichert das in seinen Federn. Oh, dieser Rex hier kann das ja noch. Ich glaube, wenn er spielbar wird, dann hat er auch den neuen Skin. Boah, mal schauen. Doch, ich bin mir sicher. Also, wenn er spielbar wird. Sie haben jetzt für den nächsten spielbaren Dinosaurier nach Ankündigung ein Jahr gebraucht. Ein bisschen über ein Jahr. Okay. Ich glaube nicht, dass der nächste Dino der Rex wird. Das heißt also, so in 3 bis 4 Jahren kann man dann mal damit rechnen, dass... Du bist unfassbar optimistisch. Ja, bin ich. Ich würde niemals sagen, dass man in 3 Jahren oder in 4 Jahren den Rex spielen kann. Ich glaube auch noch an Star Citizen. Doch. Und ja, ich mag das Spiel. Wer weiß, dazwischen noch mit dem Pachi, da gibt es ja diverse Probleme. Ich will gar nicht wissen, wie es dann beim Ankylo wirkt. Und das Gameplay beim Ankylo, wenn du dich so langsam vorwärts bewegst. Ich meine, gut, der soll aber auch erst nach dem Rex rauskommen. Also Anzu und der Ankylo, das sind beides Dinosaurier, die nach der Veröffentlichung, also nach einem Release kommen sollen. Ja, deswegen. Und für den Release sollte ja dann der Rex schon da sein. Obwohl sie übrigens zwischenzeitlich am Anzu gemoddet haben. Ich weiß nicht, warum. Also die Pflanzen gibt es hier aber häufiger. Sind uns irgendwie nie vorher aufgefallen. Ist ja eine Schande, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Oder ist das ein Anzeigefehler und irgendwas ist nur nicht richtig geladen oder so? Bei allen Pflanzen? Nein, also nur bei dieser Art von Pflanzen. Ich meinte jetzt aber bei allen... Naja, wenn die kleinen Mini-Zweige zum Beispiel irgendwie verbuggt sind, die jetzt praktisch den Stamm, sag ich mal, mit den Blättern verknüpfen würden. Also ran an euren Computer... Und schaut euch mal die Pflanzen bei euch an, ob die bei euch genauso aussehen. Ja, und diese wunderschönen, buscheligen Strandpflanzen. Schreibt es in die Kommentare unter dem Video. Ja. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Exakt, das freut uns immer. Ja, vor allem, weil die Likes in letzter Zeit nachgelassen haben. Und mögt ihr uns nicht mehr? Wenn ja, schreibt uns das auch in die Kommentare, dann sind wir ganz traurig. Naja, oder schreibt uns einfach rein, was ihr sehen wollt. Jetzt habe ich Tür und Tor geöffnet für sie, Eil. Nein. Ein klares Nein. Also ich Tor direkt wieder geschlossen. Ja, ich habe mir das Spiel angeguckt. Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Der Mond zwischen den Wolken. Schick, schick, schick. Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir für heute nämlich auch schon wieder am Ende. Bevor ich hier die nächste Orni-Herde zerreiße und zerfetze. Genau. Blutdürstig, wie ich bin. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.